So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Frostpunk im Endlos-Modus. Ja, wir haben ein paar Überlebende getroffen, haben die alle zu uns in die Stadt geholt. Da war so eine leichte Überbevölkerung. Aber noch geht's. Wenn wir jetzt die Kohleförderung besser in den Griff bekommen. So. Machen wir hier ein paar Heizungen an den Arbeitsplätzen. Sollte sich ja niemand erkälten. Die Werkstätten, die stehen ja tipptopp in der Wärme. Komfortabel. Baracke, Wirtshaus ist besetzt. Kampfarena braucht nichts. Ich würde gern die Baracken noch verbessern hier. Quatsch, die Zelte. Aber ich verbesserte Heizkörper erforscht. Sehr schön. Bringt das was? Bringt das was? Das wird wahrscheinlich wieder doppelt so viel Kohle verbrauchen. Ja. Mache ich mal nur punktuell. Das heißt aber, wir brauchen jede Menge Stahl bald. Warum habe ich hier so viele neue Arbeitskräfte? Habe ich irgendjemanden entlassen? 10, 10, 10. Sind das die Gesunden? Nein. Nahrungsmittel sind aktuell voll. Okay. Auch gut. Speisehaus. Sollte ich noch irgendwo Stahl abbauen können? Ich könnte noch ein bisschen Stahl gebrauchen. Stahlwerk. Gut. Dann hier ein Stahlwerk. Puh. So. Zeit weiterlaufen lassen. 17 Stunden würde die Kohle reichen. Temperaturen sind okay, würde ich mal meinen. So grob. Stahl. Scheiße. Wir brauchen mehr Stahl.
Los an die Arbeit. Drei Tage keine verlängerten Schichten, das ist hart. 23 Stunden Kohle, das läuft. Ich hoffe, die Kohle wird niemals alle hier. Versuchen mal damit hier einzuheizen. Generator läuft aktuell auf Stufe 2 und hier auch 2. So, Anpassung. Ihr wolltet es Pflegeheim haben. Unterzeichnen. Gesundheit, Pflegeheim. Maximal rein. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen Heizung. Und was ist hier? Kalte Unterkünfte. Captain, einige unserer Bewohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in ihren Unterkünften. Ihr Argument, dass man bei Kälte schneller krank wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bitte Sie. Beheizen wir einige Unterkünfte. Den Beheizen kann man. Heize sie zwei Tage lang. Beheizen wir alle Unterkünfte. Beheizen wir einige. Komm. Unterkünfte. Können wir die denn extra beheizen? Nein. Ey, die sind doch top. Leute, ganz ehrlich. Erträglich. Wo ist denn hier kalt? Also hier... Das Ding, das macht ja sowas von Wärme. Wenn ich das so sehe. Also. Ihr könnt euch hier nicht beschweren. Ehrlich. 20, alles Treibhaus könnten wir, na, kostet auch 10. Kostet alles 10 Stahl. So, bald wird's kalt, dann wird's schlimm. Deshalb hätte ich gerne hier noch so eine Mega-Heizung. ...32 pro Stunde. Wir erhöhen mal das Tempo. Mal zusehen, dass Stahl rankommt hier.
Und dann hier vielleicht noch eine Heizung reinsetzen. Also drei so Heiztürme wären schon ganz nett. Dann kann es ruhig kalt werden. Ja, stimmt. Die Zelte sollten dann auch mal behacken werden. Pflegeheim. Keine Straße? Wieso nicht? So, Versprechen gehalten, Pflegeheim. Okay. So, muss ich Leute reinpacken? Nein. Temperatur. Na komm, mach mal Heizung an. Da auch die Heizung an. Sieht alles wohlig warm aus. Einwohner ausruhen lassen, ist bald vorbei. Nur noch einen Tag, 6 Stunden. Shit. Oh. Hier ist ein Speer irgendwo angekommen. Mist, Mist, Mist. Kurz Pause. Warum wartet der? Im Moment unzugänglich. Ach so, wegen dem Sturm, kann das sein? Gut. Gut, gut, gut. Hier ist es schon wieder ein bisschen kalt. Dann lassen wir mal weiterlaufen. An die Arbeit. Wir bräuchten mal noch eine Heizung hier. So. Nein. Technologie. So. Könnt ihr jetzt fleißig Kohle fördern? Wir machen mal langsam. Pause. Da. Hier wird es bald kalt. Machen wir mal ein Dampfdingsbums hier hin. Wie groß ist die Reichweite? So. Und wir machen das zu einer Baracke. Och, Scheiße! Weil ich jetzt das Gebäude umgebaut habe. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Sauer. Das war jetzt uns gemein, dass das nicht zählt. Kann der endlich weiterlaufen? Nein. ...14 Stunden. Blöder Sturm. Stunden reicht die Kohle noch. Komm, da
bauen wir halt ein paar Straßen. Das ist Sammelstätten kommen hier auch noch zu. Achso, es läuft ja schon weiter. Gut, da kann ich aber das Gebäude hier auch verbessern. Die Baracke. Bisschen Stahl. So, komm. Temperatur wird bald abfallen. So, Baracke. Nächste fertig machen. Wohnen hier Leute drin? Ja. Für 16 Stunden reicht die Kohle. Eine Baracke noch. So. Und dann hier vielleicht noch eine Heizung hin. Dass unsere Stahlförderung auch gesichert ist. Fünf Einwohner sind gestorben an was? Ach, weil jetzt die Gebäude nicht ganz fertig sind. Ach Gott. Gott im... Verdammt. Zehn. Wir können... ein paar mehr rein. Da sind 10. Jagdhütte ist auch voll. Ingenieursbuden sind voll. Das ist voll. Speisehaus ist voll. Sanitätsstation ist voll. Alles gut. Das waren meine Speer, die gerade gestorben sind. Das ist der Sturm. Scheiße. Okay. Jetzt wissen wir zumindest, was los war. Für 11 Stunden reicht die Kohle noch. Moment, würde ich sagen, alles noch tipptopp.
Ach ja. Und dann beende ich auch erstmal diese Folge wieder. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.